Aber eigentlich, dieses Wort Abnützung kommt nur dann wirklich zur Geltung, wenn ich dem Körper nicht das zuführe, was er braucht. Weil sonst dürften wir uns nicht abnützen. Wenn der Körper alles bekommt, was er braucht, und wenn ich nach diesen Lebensprinzipien lebe, dann kann ich sehr lange fit und gesund sein. Ich habe das leider sehr früh erfahren müssen, dass ich etwas ändern muss. Im Alter von 34 Jahren haben sich sehr viele Beschwerden eingestellt. Aber ich konnte dann lernen. Ich habe damals diesen Weg begonnen, als erstes mit der Vollwerternährung, und habe dabei schon die ersten großen, tollen Erfahrungen gemacht und bin dann diesen Weg immer weiter und weiter gegangen, habe dazugelernt, habe 30 Jahre jetzt gelernt und Erfahrung. Und ich weiß, dass dieses Wort Abnützung ein Begriff ist, den wir eigentlich nicht bräuchten. Weil wenn wir dem Körper die richtigen Stoffe zuführen, dann ist er leistungsfähig. Dann kriegen wir nicht unsere Bandscheibenvorfälle in einem bestimmten Alter. Und manche schon sehr früh, ich als Krankenschwester, habe ja sehr schwer heben müssen. Und wenn ich jetzt meine Gelenke oder eben meine Wirbelsäule zu stark belaste, dann wird sie diese Belastungen nicht standhalten können. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich das Verständnis bekomme über das, was der Körper wirklich braucht, aber auch das Schädliche, dass ich das Schädliche weglasse, was meinen Körper womöglich zerstört. Und in dieser Woche werden Sie da sehr vieles hören. Und vielleicht auch noch zum Wort Abnützung. Für viele ist das eigentlich eine Ausrede. Na, ja, ich kann nichts dafür. Ich habe eben diese Abnützung. Und dem möchte ich eigentlich, von dem möchte ich mich fernhalten, von diesen Äußerungen. Also welche Nahrung brauchen wir? Es sollten solche Nahrungsmittel gewählt werden, die zum Aufbau des Körpers nötigen Elemente am besten liefern. Also diese Nahrung sollte gewählt werden. Ich habe ja auch einige Zitate hier aus einem Buch, das aus dem Englischen kommt, das hier übersetzt worden ist in Deutschland, Weg zur Gesundheit, und von einer Pionierin auf dem Gebiet der Gesundheit, Frau Ellen White, habe ich sehr viel, das ist vor über 100 Jahren geschrieben worden. Und das, da ist so viel Wahrheit drinnen, das ist wirklich ganz phänomenal. Das hier ist auch ein Zitat aus einem dieser Bücher. In der Wahl unserer Nahrung ist der Appetit kein sicherer Führer. Also wie viele lassen sich von ihrem Appetit leiten, vor allem die Jugend, ne, das schmeckt mir und was anderes essen wir gar nicht. Er ist durch falsche Gewohnheiten im Essen verdorben worden. Das betrifft uns alle, weil wir ja auch so aufgewachsen sind. Ich war auch nicht ausgenommen davon. Falsche Gewohnheiten im Essen haben auch bei mir einen Schaden angerichtet. Und es war sehr schwer dann eigentlich zu einer gesünderen Ernährung und Lebensweise zu kommen. Wir verlangen oft nach Speisen, welche die Gesundheit beeinträchtigen und statt Kraft Schwäche verursachen. Das war auch bei mir der Fall. Nach dem Essen war ich immer müde, konnte nichts mehr machen. Und dann gibt es auch die Sitten der Gesellschaft. Die können uns ebenfalls nicht sicher leiten. Die überall herrschenden Krankheiten und Leiden sind zum großen Teil den allgemeinen Fehlern in Bezug auf die Diät zuzuschreiben. Also das heißt, es werden wirklich viele Fehler gemacht. Sie werden also in dieser Woche sehr viel lernen in dieser Hinsicht. Und deshalb heißt das auch für mich persönlich, und ich möchte das auch an Sie weitergeben, zurück zum Ursprung. Ich habe vor 30 Jahren bei Dr. Brucker in Landstein gelernt, die Ausbildung zum Gesundheitsberater, und das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Er hat immer gesagt, schaltet euren Hausverstand ein, geht's zurück zu dem, wie es ursprünglich war, geht's zurück zum Natürlichen. Und da möchte ich Sie auch in dieser Woche einige Schritte mitnehmen. Zurück zum Natürlichen. Und um zu wissen, welches die beste Nahrung ist, müssen wir Gottes ursprünglichen Plan für die Diät des Menschen studieren. Er, der den Menschen schuf und seine Bedürfnisse versteht, wies Adam seine Nahrung an. Und wer die Bibel kennt, der weiß, am Anfang im Schöpfungsbericht steht immer, es ist
sehr gut oder es war sehr gut. Alles, was Gott geschaffen hat, war vollkommen, war sehr gut. Und der Mensch hat sich eben davon entfernt. Und das ist einfach wichtig, dass wir wissen, hier gibt es eben Hoffnung, dass wir erkennen können, dieser Weg und dieses Buch, das so viel wertvolle Ratschläge enthält, kann uns wirklich helfen. Und so möchte ich immer wieder dieses Zitat bringen aus dem ältesten Buch, 1. Mose 1,29, dort, wo Gott für uns die Nahrung angewiesen hat. Und die erste Nahrung war voll vegetarisch. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Nun, was sind das für Nahrungsmittel? Sie bestanden aus Obst, Getreide, Samen und Nüsse. Das Gemüse ist erst später dazugekommen. Aber das Erste, was Gott den Menschen gegeben hat, das war das Obst, das Getreide, die Samen und die Nüsse. Und hier wieder eine Aussage aus dem Buch. Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die von unserem Schöpfer für uns gewählte Kost. Diese Nahrungsmittel, so einfach und natürlich wie möglich zubereitet, sind die gesündesten und nahrhaftesten. Sie verleihen solch eine Kraft, Ausdauer und Verstandesschärfe, welche durch eine aufwendigere und erregendere Ernährung nicht geboten werden kann. Und was mich fasziniert hat an dieser Aussage war Kraft, Ausdauer, Verstandesschärfe. Und wenn ich zurückdenke, wie oft ich nach dem Essen müde war und mich am liebsten irgendwo hingelegt hätte und nicht mehr so viel Arbeitsleistung bringen konnte. Und dann hat mich das schon stutzig gemacht. Ich möchte also mehr Kraft haben, mehr Ausdauer, mehr Verstandesschärfe. Wer möchte das nicht haben? Wir möchten das eigentlich alle haben. Aber dazu brauche ich auch eine Veränderung, muss ich bereit sein, etwas zu verändern. Und darüber werde ich dann immer auch wieder etwas sagen und auch zeigen auf das, was in diesen 30 Jahren meines Lebens alles entstanden ist, durch das Kennenlernen einfach dieser wichtigen Prinzipien. Wie war die ursprüngliche Ernährung des Menschen? Sie war vollwertig. Ja, da haben wir schon das Thema des heutigen Abends. Tausende Jahre lang ernährte sich der Mensch von den Erzeugnissen der Erde, was gewachsen ist, unverändert, so wie es gewachsen ist. Hat das verarbeitet bei sich zu Hause oder es hat Mühlen gegeben im Ort. Das ist noch gar nicht so lange her. Außer, wenn man die Geschichte der Ägypter studiert, die hatten schon eine sehr hohe Zivilisation und die hatten auch schon sehr viele Zivilisationskrankheiten. Also dem kann man schon sehen, die haben Eingriffe in die Nahrung vorgenommen und dann hat es eben bei ihnen auch schon viele Krankheiten gegeben. Erst durch die Industrialisierung, das ist ja nicht so lange her, wir würden sagen so 150 Jahre hat das so begonnen mit der Industrialisierung, dann sind die Städte immer größer geworden, gewachsen, die Landflucht hat begonnen, man ist vom Land in die Stadt gegangen, dort hat man mehr Arbeit bekommen. Jetzt ist natürlich haltbare Nahrung notwendig geworden. Und so hat man begonnen, Lebensmittelkonserven zu schaffen. Es wurde der Zweig der Lebensmittel- und Industrie ins Leben gerufen und vor allem massive Eingriffe in die Komplexität der Nahrung. Und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Dass hier die Struktur verändert wurde, der Geschmack verändert wurde, die Farbe wurde verändert, die Lebensmittel raffiniert, extrahiert, Stoffe zugesetzt, erhitzt und konserviert. Ich meine, erhitzen war eigentlich immer schon der Fall, konservieren auf natürliche Weise auch. Und so ist es wichtig für uns, dass wir uns einfach überlegen, was ist das Natürlichste und dass wir wirklich anschauen, was ist in einem Lebensmittel drinnen, das wir kaufen und was ist da alles mit dieser Nahrung geschehen.
Und diese 30 Jahre, in der ich mich mit der Ernährung beschäftige und meinem Lebensstil beschäftige, ich habe als Krankenschwester sehr viele Krankheiten gesehen, bin dann eben auch selber krank geworden. Und da ist es für mich wichtig geworden, eben diesem großen Thema, dieses große Thema zu hinterfragen. Und wie kann ich wirklich noch Gesundheit finden? Wie kann ich wirklich gesund werden und gesund bleiben? Das ist ja eigentlich das Überthema von diesem Seminar. Und hier liegt also wirklich sehr viel verborgen, was ich eigentlich auch in dieser Woche ans Licht bringen möchte. Gleich zurück zur der Ernährung, die Gott für uns vorgesehen hat. Wir haben hier die natürlichen Lebensmittel, wie sie die Natur bietet. Hier finden wir alle Grundnährstoffe wie Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, auch die wichtigen Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Fermente und Faserstoffe. Diese sind in der natürlichen Frucht in einem harmonischen Verhältnis so enthalten, dass sie Gesundheit garantieren. Und da haben wir jetzt schon diese Nahrungsmittelgruppen, mit denen wir arbeiten können, wenn wir jetzt wirklich zurück zur Natur gehen wollen. Wir haben das Getreide, das zu den Samen gehört, und die Nüsse und Samen, Weizen, Dinkel, Grünkern, Hafer, Gerste, Roggen, Mais, Hirse, Reis, Buchweizen, Kamut, Amaranth, Quinoa. Dann haben wir die verschiedenen Nüsse und Sonnenblumenkerne, Sesam, Mandeln, Pinienkerne und so weiter. Ich habe jetzt hier nicht alle aufgezählt. Dann von den Früchten. Wir haben das Obst, das Kernobst, Steinobst, Bärenobst, Trockenfrüchte, Oliven, Avocados. Dann haben wir die Gemüse, alle Blattgemüse, Wurzelgemüse, Fruchtgemüse, Kräuter und die Hülsenfrüchte. Und mit diesen Naturalien arbeite ich. Und mit dieser Ernährung habe ich jetzt wirklich besondere Erfahrungen an mir selber gemacht und auch an anderen Menschen. Ich habe die 10 Jahre vor meiner Pensionierung habe ich bei mir in meinem Haus Menschen aufgenommen, denn ich war als Krankenschwester sehr neugierig. Ich wollte wissen, funktioniert das? Kann ich das wirklich machen? Kann ich das praktizieren mit Menschen? Gibt es da Erfolge? Und ich möchte einfach nur ein Beispiel erzählen von dem, was ich im vergangenen Sommer erlebt habe. Ich mache jetzt nicht mehr viel in dieser Hinsicht, dass ich Menschen bei mir aufnehme. Ich mache mehr Vortragsreisen und Seminare, die ich halte. Aber wir haben wieder eine tolle Erfahrung gemacht, die mich immer wieder ermutigt. Es kam eine Frau zu mir, die hatte einen Gleitwirbel und sie konnte fast nicht mehr gehen, nur mehr ein paar Schritte. Und sie hatte sehr starke Schmerzen, musste ständig Tabletten nehmen. Und sie hat dann eben auch ein Entschlackungsprogramm mitgemacht und einige Rohkosttage. Und dann wieder diese Ernährung, sie hat sie schon früher mal kennengelernt, aber wieder fallen gelassen, diese Ernährung wieder durchgeführt und jeden Tag Bewegung, Wasser trinken auch genügend und all diese wichtigen Faktoren, die zur Gesunderhaltung beitragen. Und nach diesen 2 Wochen haben wir dann schon eine größere Wanderung unternommen, die sie ohne Schmerztabletten durchführen konnte. Und sie hat mich jetzt vor ein paar Wochen angerufen und hat gesagt, sie hat 16 Kilo abgenommen, sie war stark übergewichtig, sie hat keine Schmerzen mehr, sie braucht keine Tablette mehr nehmen und sie macht jeden Tag ihr Bewegungsprogramm. Und hier möchte ich immer wieder auch ein paar Erfahrungen einfließen lassen, die uns ermutigen sollen. Wie gesagt, ich war als Krankenschwester neugierig, ich wollte wissen, funktioniert das? Und wir haben das wirklich in hunderten Fällen erleben dürfen. Ob das jetzt Depressionen waren oder ob das irgendein Schmerzzustand war, der auf das Bewegungssystem zurückzuführen war oder auch sonstige andere Beschwerden. Also wir haben wirklich sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ich möchte auch hier noch ein Zitat bringen von Pfarrer Sebastian Kneipp, der auch schon zu dieser Zeit vor 150 Jahren dieses Zitat geprägt hat. Man darf annehmen, dass alles, was die Erde zur Nahrung hervorbringt, uns vom Schöpfer in der besten Form geboten ist. Und wer die größte Sorgfalt trägt, dass es unverändert bleibt, gewinnt auch den größten Vorteil. Und das bestätigt auch wieder das, was ich selbst erfahren habe.
Es ist wichtig zu wissen, dass unser Stoffwechselgeschehen nach ganz bestimmten Ordnungsprinzipien abläuft, wobei das Vorhandensein aller Vitalstoffe entscheidend ist. Vor 30 Jahren hat auch Dr. Brucker über diese wichtigen Themen bereits referiert und die Menschen aufmerksam gemacht, dass alle Vitalstoffe wichtig sind und nicht Nahrungsmittel, die man auseinanderreißt und verschiedene Stoffe dann entfernt und dann nicht mehr alles drinnen ist. Was ich noch sagen wollte zu den vier Nahrungsmittelgruppen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, mit denen ich arbeite, habe ich also sehr, sehr viele Rezepte entwickelt, gut schmeckende Rezepte, und deshalb biete ich auch immer wieder Kochkurse an und lerne in der Bevölkerung den Menschen, wie sie gesünder kochen können. Ich habe so manchmal Spitzenjahre, wo ich in einem Jahr 17 Kochkurse gemacht habe. Das waren so wirklich Kochkurse, die haben ja meistens 4 Abende. Und das war für mich dann so ein Spitzenjahr. Und ich glaube, ich habe sicher schon 200 Kochkurse gemacht insgesamt. Und es macht mir einfach Riesenfreude, diese Kenntnisse weiterzugeben, wie man wirklich kochen kann, um gesund zu bleiben. Oder vielleicht auch wieder gesund zu werden. Wir brauchen alle Nährstoffe. Wir brauchen Baustoffe wie Eiweiß und Mineralstoffe. Wir brauchen Brennstoffe wie Kohlenhydrate und Fette. Und wir brauchen die Vitalstoffe. Das sind die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, Faserstoffe, Farb-, Duft- und Geschmacksstoffe und vor allem die essentiellen Fettsäuren Omega 3, 6 und 9. Und da werden wir dann beim Vortrag über Fette dann mehr darüber hören. Wir gehen ja wirklich durch die ganze Ernährung durch, damit Sie auch hier das Wichtigste erfahren, was es gilt heute zu wissen. Professor Kollat hat diesen Ausdruck geprägt: Lass die Nahrung so natürlich wie möglich. Vollwertig und unverändert wäre das Beste. Dann gibt es mechanische Veränderungen. Das heißt, wenn ich ein Getreidekorn mahle, dann ist das eine mechanische Veränderung. Oder wenn ich Nüsse mahle, ist das auch eine mechanische Veränderung. Dann gibt es fermentative Veränderung, das heißt milchsauer vergoren, etwas milchsauer zu vergären, das ist auch eine fermentative Veränderung. Dann gibt es das Erhitzen und dann eben auch Erhitzen und Sterilisieren und vor allem natürlich konservieren. Also das ist etwas, was allgemein über tausende Jahre üblich war. Und dann kam, wie der sechste Punkt, der rot angezeichnet ist, das Raffinieren, das Extrahieren, also jetzt in diesem Zeitalter der Zivilisation, das Konservieren, das chemisch Verändern und das Aromatisieren. Wir gehen also hier von wertvoll bis denaturiert. Das sind also die Wege, die die Lebensmittelindustrie gegangen ist, um unsere Nahrung, die Gott für uns geschaffen hat, zu verändern. Und wir schauen uns jetzt an, was hier verändert wurde und was jetzt in diese rote Spalte hineingehört, das, was wir eigentlich meiden sollten. Kunstfette wie Margarine und gehärtete Fette, darüber werde ich dann beim Fettthema genauer sprechen, warum und wieso. Dann vor allem chemisch gewonnene Öle, dann Stärkemehl, Auszugsmehl, Weizen und Roggenmehl, Fabrikzucker, Schokolade, Konfekt, Süßigkeiten, Kuchen und Torten aus Fabrikzucker, künstliche Aromastoffe, Vitamine, Fermente, Nährstoffe, dann Trockenmilch, Kondensmilch, Trockenei, Fleischextrakt, Fermente, Hormone, Eiweißpräparate, zum Teil künstlich hergestellt, dann künstliche Mineralwässer und vor allem künstliche Zitronensäure. Wir werden das dann am nächsten Samstag, ist der letzte Abend, da werden wir dann über die Zusatzstoffe, Nahrungsmittel sprechen und da werden Sie auch staunen, was hier verändert wurde, wo ich auch lange nicht Bescheid gewusst habe. Aber ich bin dankbar, dass ich dahinter blicken darf und möchte Sie auch hier ermutigen,
sich das zu Herzen zu nehmen, die Nahrung, die sie kaufen, genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe in meiner Handtasche immer eine Lupe. Das ist so klein geschrieben, da muss ich das immer anschauen, was da drinnen ist. Ja, wir leben in einer Zeit der chemischen Zusatzstoffe. 20 Millionen 600.000 Tonnen pro Jahr werden weltweit gegessen. Und da fallen auf jede Person 4 Kilo chemische Zusatzstoffe. Das ist ein Faktum. Und dann haben wir auch hier noch eine sehr wichtige Information, dass wir auch hier wissen, was hier passiert, wenn wir glauben, wir kaufen ein Maiskalmöl und das ist etwas sehr Wertvolles, dann sollen Sie aber auch wissen, dass für einen Teelöffel Maiskalmöl 18 Maiskolben gebraucht werden. Die Maiskörner werden dann für was anderes noch verwendet, aber es wird hier der Keim herausgenommen und daraus das Öl gemacht. Es ist eigentlich eine Verschwendung, wenn wir das so betrachten. Und was für uns wichtig ist, auch zu wissen, dass eben in der ganzen Frucht und im ganzen Maiskorn alle Begleitstoffe sind, die notwendig sind, um dieses Fett abzubauen und zu verarbeiten. Das ist nicht als Schlacke oder als Ballaststoff hängen bleibt im Körper und dann mit der Zeit Schäden macht. So geschieht es eben mit vielen Nahrungsmitteln, die verändert worden sind. Und letztendlich wissen wir alle, dass sie sich in den Arterien als erstes ablagern, diese Fette, die nicht abgebaut werden können, werden dann in die Arterienwand hineingebaut oder auch das Cholesterin, das dann zu viel da ist. Und wir bekommen Arterienverkalkung mit der Zeit. Oder sie werden in die Fettzellen deponiert und wir werden übergewichtig. Die Ganzheit ist mehr als die Summe ihrer Teile. Hier am Beispiel von Mandeln. Sie haben in 100 Gramm Mandeln 3,7 Gramm Kohlenhydrate und 15,2 Gramm Ballaststoffe. Sie haben 19 Gramm Eiweiß, Sie haben 54 Gramm Fett, dann mehrfach ungesättigtes Fett, dann Mineralien wie Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Fluor, eben auch Spurenelemente, dann die Vitamine, Vitamin A, dann Vitamin E, das sehr wichtig ist für die Zellwand, dann die Vitamine der B-Gruppe, die wir in der Hauptsache in den Nüssen und im Getreide finden, die so wichtig für unsere Nerven und für unser Gehirn sind. Hier haben wir das Niacin und das Vitamin B6. Ja, das natürliche Lebensmittel und ist also dem künstlichen weit überlegen. Wir haben hier die natürliche Frucht und dann die Nachahmung. Wie schön ist so eine natürliche Frucht? Ne? Und das andere ist das Kunstprodukt. Ne? Was bringt uns das Kunstprodukt? Ne? Was bringt uns die Nachahmung? Es verdirbt meinen Geschmack. Es sind zu viele Kalorien, die ich aufnehme. Sehr viel Zucker ist darin. Das geht in die Fettzellen. Ich nehme zu. Und was fehlt, sind die Vitalstoffe, die ich in der natürlichen Frucht habe. Ja, das natürliche Lebensmittel ist dem künstlichen überlegen. Wir sehen es hier am Vollkorn, hoher Wert beim Vollkornbrot oder beim Naturreis. Und wir haben hier das Weißmehl auf der anderen Seite und den weißen Reis, das alles entwertet ist, wo die wichtigsten Stoffe fehlen, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Auch hier haben wir eine Gegenüberstellung, den hohen Wert in den natürlichen Nahrungsmitteln, den vollwertigen und gegenüber die hochkonzentrierte Eiweißnahrung, von der die meisten Menschen sich heute ernähren, die in dem Sinn einen niederen Wert hat, weil die lebenswichtigen Vitalstoffe fehlen. Wir werden das dann am morgigen Abend hören über die Phytochemikalien, denn tierische Produkte enthalten keine Phytochemikalien. Und es ist einfach wichtig, dass wir hier
dass wir hier dazulernen und diese Erkenntnisse dazu gewinnen. Und nun zu den Ballaststoffen. Wir brauchen Ballaststoffe. Wir brauchen 40 Gramm täglich. Sie verlängern das Sättigungsgefühl, verkürzen die Transitzeit, verzögern die Resorption von Glucose. Denn wenn die Glucose so schnell ins Blut schießt, kann es dann später umso mehr zu diesen berüchtigten Abfällen, Blutzuckerabfall bzw. Unterzuckerung kommen. Und wenn die Gehirnzellen nicht genügend Glucose bekommen, dann werden sie grantig werden, dann werden sie nervös werden, dann werden sie gereizt sein. Sie werden sehr schnell die Nerven verlieren. Ballaststoffe verhindern Stuhlverstopfung, Hämorrhoiden, Krampfadern, Divertikulose. Also sehr viele Zivilisationskrankheiten können wir verhindern, allein schon durch eine ballaststoffreiche Ernährung. Ballaststoffe bestehen aus Stärke, die der Organismus nicht spalten kann, deshalb bleiben sie im Darm wie ein Ballast, aber sie sind wertvoll und wichtig. Vielleicht dazu noch zum Darmkrebs ein paar Worte. Wenn wir chronische Stuhlverstopfung haben, können also die Nahrung nicht rechtzeitig eliminiert werden. Sie bleibt also, können bis zu 9 Mahlzeiten, können also im Darm enthalten sein. Und was passiert jetzt mit diesen Produkten, die also mit dem Inhalt unseres Darms, das dann noch so lange drinnen liegt? Wenn wir sehr fettreich essen, muss auch sehr viel Gallensäure produziert werden. Und wenn das alles zu lange im Darm liegt, dann werden die Darmwände gereizt und schließlich endlich ist es dann der Weg, der auch den Darmkrebs fördert. Also das ist auch eine wichtige Tatsache. Wenn also die Ballaststoffe das rascher hinaus befördern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken, sicher wesentlich geringer. Vollkornprodukte geben uns den vollen Wert des Korns. Das war jahrtausendelang die Ernährung der Menschen. Doch plötzlich wurde das Ausmahlen modern. Das Weißmehl konnten sich nur reiche Leute leisten. Die Armen aßen weiter Vollkorn, bis der Siegeszug des weißen Mehls und deren Produkte dann Schritt für Schritt in diese heutige Zeit hineingekommen sind. Die kleinen Mühlen haben aufgehört mit ihrer Arbeit und große Industriezweige sind entstanden. Wir schauen uns jetzt ein ganzes Getreidekorn an. Was enthält es? Wir haben hier also die Randschichte und wir haben den Mehlkörper. Und eines ist wirklich interessant, dass dieser Mehlkörper, aus dem wird also das Auszugsmehl gemacht, nur mal einen Bruchteil der B-Vitamine und überhaupt auch der Mineralien enthält, wir werden das gleich dann auf einer Liste ansehen, die das volle Korn enthält. Auch der Keim ist dann nicht mehr da im Weißmehl. Und auch hier gibt es einen starken Verlust an diesen Vitaminen. Und ich habe das selbst gehört in meinen Fortbildungen, dass ein Arzt von der Geriatrie erwähnt hat, dass bei den alten Menschen, vor allem die Demenz und Alzheimer hatten, und man hat ihr Gehirn untersucht und vor allem auf den Vitamin B-Gehalt untersucht und man hat festgestellt, dass kaum mehr Vitamin B vorhanden war. Und dann wissen wir auch, dass bei Alzheimer es eine Eiweißschlacke ist, eine aggressive, die nicht abgebaut werden kann, die sich einlagert in den Nervenzellen, in der weißen Substanz und dass dadurch dann diese Zellen absterben und es dann eben zu diesem Intelligenzverlust kommt. Hier haben wir jetzt die Gegenüberstellung von Weißmehl, Vollmehl und Vollkornmehl. Beim Weißmehl haben wir eine 40-prozentige Ausmahlung und wird als Type 405 bezeichnet. Dann haben wir hier bei Type 812 eine 80-prozentige Ausmahlung, das ist so das Vollmehl, das man zu kaufen kriegt. Und dann haben wir Vollkornmehl, da gibt es keine Type, also das ist 100% das Getreide, klein gemahlen, fein gemahlen. Und das diente jahrtausendelang
den Menschen zur Ernährung und zur Gesunderhaltung. Es gibt noch mehrere Antitypen von Mehl. 1600 ist so das dunkle Mischbrot. 1700 ist der Weizenbackschrot, der aber auch keinen Keim mehr enthält. Hier haben wir jetzt diese Liste, auf die ich jetzt eingehen möchte, ein bisschen zum Vergleich. Wenn Sie sich das hier anschauen, wir haben hier im Naturprodukt haben wir 11,2 Gramm Eiweiß. Wir sehen hier Eiweißverlust 6%. Hier haben wir das Weißmehlprodukt. Hier haben wir Fett 2,1 Gramm. Haben wir schon 52% Verlust, also 1 Gramm. Dann bei den Mineralien ist es also noch dramatischer. Wir haben hier Kalium 63% Verlust, Calcium wiederum 63% Verlust, Phosphor 80%, Magnesium haben wir 41%, ja, Magnesium ist hier nicht erwähnt, Eisen haben wir 41% Verlust und hier haben wir die B-Vitamine, hier sehen wir auch wieder 87% und bis zu, ja, das Höchste ist das, 87% von 60% aufwärts, während diese wertvollen Vitamine verloren gehen durch das Ausmalen. Dann beim Reis ist es ähnlich. Wenn wir weißen Reis verwenden, verlieren wir 5% Eiweiß, dann so viel Fett. Dann die Mineralien auch wieder 40%, 30%, 74%, 77% Eisen. Dann bei den B-Vitaminen eben wiederum so viele wie fast bei dem Weißmehl. Hier haben wir von 65 aufwärts bis über 80% Verlust. Also das ist schon viel, ne? Wenn man sich bedenkt, dass wir dann alle zu wenig von diesen Stoffen haben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Und wir schauen uns das jetzt auch an ein paar so Beispielen an. Sie müssten also 2 Scheiben Weißbrot essen, um die Menge Pantothensäure zu erhalten, die in einer Scheibe Vollkornbrot enthalten ist. Und was bedeutet das dann auf der anderen Seite? Zu viel Kalorien. Ja, wir gehen wieder weiter. Bei Vitamin B6 sind das schon 3 Scheiben, die ich essen müsste, um den Wert von einer Scheibe Vollkornbrot zu haben. Und wiederum dann zu viel Kalorien. Dann, Sie müssten 4 Scheiben Weißbrot essen, um die Menge Kupfer zu erhalten, die in einer Scheibe Vollkornbrot enthalten ist. Bei Phosphor sind es schon 5 Scheiben, bei Biotin sind es dann letztendlich 10 Scheiben, damit ich diese Menge erhalte, die in einer Scheibe Vollkornbrot enthalten ist. Und dann kann man sich ja vorstellen, Weißbrot sättigt ja auch nicht in diesem Maße und dann nimmt man gerne zu viel Kalorien zu sich und ein Leiden dieser heutigen Zivilisationsgesellschaft ist das Übergewicht, ja. Das ist ein ganzer Industriezweig geworden mit Fitnessprogrammen und Gewichtsreduktionsprogrammen, die letztendlich bei den meisten nichts gebracht haben. Denn wenn man dann wieder in das alte Ernährungsverhalten zurückkommt, dann nimmt man wieder zu und das noch ärger als vorher. Also wichtig ist bei all dem, dass die Ernährung umgestellt wird, dass ich hier wirklich beginne, Schritt für Schritt meine Ernährung auf Vollwertkost umzustellen. Ja, in einer gesunden Ernährung benötigen wir fettlösliche Vitamine, wasserlösliche Vitamine, das wären eigene Themen. Und wir benötigen alles, wir benötigen alle diese wertvollen Stoffe, denn jedes einzelne Vitamin und jeder einzelne wichtige Spurenelement oder Mineral hat eine Aufgabe in unserem Körper zu erfüllen. Und wenn das uns fehlt, dann kann es zu Entgleisungen kommen. Ja, wir benötigen alle Stoffe aus der Natur und nicht Tabletten. Wir sind heute eine Tablettenindustrie geworden und viele wollen ganz schlau sein und die normale Zivilisationskost weiter essen, aber dafür diese Nahrungsergänzungen oder sonstige Tablettchen dazu nehmen. Ja, deshalb, wir kommen also jetzt zum Ende des ersten Teiles. Deshalb wird es notwendig sein für unsere Gesundheit und für das Glück der ganzen Familie, dass wir als Frauen
vielleicht auch Männer, kochen lernen, dass Klugheit und Geschick auf unserer Seite ist und dass wir hier wirklich den Schlüssel für die Gesundheit unserer Familie in der Hand haben. Ein Beispiel des vollwertigen Frühstücks. Wir haben hier ein Granola, das ich auch immer in den Kochkursen zeige. Wir haben hier vollwertiges Gebäck und wir haben hier die Früchte. Das wäre so für ein Frühstück eine Möglichkeit, wie wir uns gesund ernähren können. Hier haben wir Nüsse drinnen, Trockenfrüchte, Obst, Vollkorn und dann mit Sojamilch, mit Pflanzenmilch, dann das schmackhaft auch zu machen und mit den Früchten. Ja, wir wünschen guten Appetit für dieses Frühstück, wenn Sie Lust haben, das auch nachzuvollziehen. Sie können auch ein Vollkornbrot genießen mit einem Fruchtmus und hier mit einem Mandelmus als Brotaufstrich oder hier ein Früchtebrot, selbst gebacken mit Vollkorn und hier wiederum das Granola, ein sehr wichtiges Frühstücksgericht, das sich bei uns, in meiner Familie, sofort durchgesetzt hat. Das hat sich bis heute gehalten, 30 Jahre lang essen meine Kinder, meine Familie, also meine Kinder sind schon groß, aber isst meine Familie dieses Granola. Ja, und ich möchte gleich Sie bitten, dass Sie etwas sich vormerken, dass es auch einen Kochkurs geben wird. Und hier haben Sie ein Bild von meinen Kochkursen, sind immer sehr gut besucht und es ist immer, macht immer große Freude. Sie sehen es auch an den Gesichtern, alle schauen interessiert zu und sind immer mit voller Begeisterung dabei. Das wäre jetzt der erste Teil gewesen und dann, nachdem das Frühstück eine so leidige Sache ist bei den meisten Menschen, möchte ich jetzt noch auf das Thema Frühstück im zweiten Teil etwas eingehen und vor allem den gesundheitlichen Wert eines guten Frühstücks dann Ihnen noch weitergeben. Schwungvoll in den Tag. Wozu brauchen wir ein gutes Frühstück? Es ist das Thema, das für jeden wichtig ist, das zu lernen. Denn wir werden gleich sehen, was so heute üblich ist. Hier haben wir schon die erste Tatsache. Viele Menschen können kein Essen in der Früh sehen, wenn sie aus dem Bett kriechen. Die meisten stehen auch zu spät auf und haben dann gar keine Zeit. Sehr viele nehmen nur eine Tasse Kaffee zu sich und vielleicht eine Marmeladesemmel. Das ist das Standardfrühstück eines Erwachsenen, wenn man sich das vorstellt. Und dann die Zahl der Kinder, die ohne Frühstück in die Schule gehen, steigt auch ständig an. Und warum lassen die meisten Menschen das Frühstück weg? Am häufigsten geben sie an die Gründe: keine Zeit zum Frühstücken, keinen Hunger. Abnehmen, ich möchte abnehmen, das ist auch so eine Lüge, die man sich selber oder was man sich selber einredet, das stimmt nämlich alles nicht und es ist ihnen einfach gar nicht wichtig. Sie erkennen einfach gar nicht die Wichtigkeit eines Frühstücks. Ja, wir brauchen einen vollen Tank. Wenn wir mit leerem Tank in den Tag gehen, dann werden wir sehr schnell ausgepowert sein. Sie werden auch nicht auf die Idee kommen, mit einem leeren Tank eine Fahrt anzutreten, oder? Also Sie müssen Ihren Tank vollfüllen und Sie müssen auch das Richtige hineingeben. Sonst wird auch Ihr Motor zum Stottern beginnen. Sie brauchen die notwendige Energiezufuhr. Eine Gruppe von Wissenschaftlern brachte 10 Jahre damit zu, die Auswirkungen des Frühstücks zu untersuchen. Ihre Schlussfolgerung war, dass ein gutes Frühstück sowohl Kindern als Erwachsenen hilft, weniger reizbar zu sein, leistungsfähiger zu sein, energiegeladener und bessere Prüfungsergebnisse sind dabei herausgekommen. Also das ist wissenschaftlich untersucht worden.
Ja, wir wissen, dass das Frühstück den Kindern verhalf, zu besseren Noten zu kommen. Vor allem bei den Tests, ne, hat man das dann festgestellt. Vor allem die vor der Mittagspause stattfanden. Und diese Kinder wirklich sehr gut gefrühstückt hatten. Denn ein gutes Frühstück versorgt unser Gehirn mit dem richtigen Treibstoff. Dadurch verbessern sich die geistige Leistung, die geistige Funktion und vor allem die Konzentrationsfähigkeit. Andere Studien brachten ein gesundes Frühstück mit folgenden Punkten in Zusammenhang, vor allem also weniger chronische Erkrankungen, dann erhöhte Lebenserwartung, dann vor allem also allgemein bessere Gesundheit. Also das sind eindeutige Ergebnisse gewesen in Studien. Und wiederum andere haben aufgezeigt, dass Menschen, die erst in einer Pause etwas Nahrung zu sich nahmen, eine verminderte Arbeitsleistung aufgewiesen haben. Und wenn man weiß, dass wenn die Blutzuckerkurve so durchgeht, wenn wir das gleich anschauen, dann, und wir kommen in die Unterzuckerung hinein, dann lässt die Arbeitsleistung ganz rapide nach. Und die Gefährdung, die Unfallgefährdung ist auch sehr groß. Viele Menschen versuchen, diesen Energieeinbruch am Vormittag entgegenzuwirken, indem sie Kaffee, Tee oder Cola mit etwas Süßem zu sich nehmen. Entweder eine Mehlspeise oder ein süßes Brötchen oder ein Kipferl. Wird allgemein so gehandhabt. Aber was ist jetzt wirklich ein gesundes Frühstück? Es mag kulturelle Unterschiede geben, aber von einem guten Frühstück ist die Rede, wenn es mindestens ein Drittel bis zur Hälfte der täglichen Kalorien enthält. Ja. Wer macht das schon? Es sollte eben Ballaststoff, Vitamin und Mineralstoff reich sein. Ein altes Sprichwort heißt, iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Aber heute hat sich alles umgekehrt. Wenn wir das gleich sehen. Hier haben wir die Inhaltsstoffe, die notwendig sind für ein vitalstoffreiches Frühstück. Versuchen Sie es einmal mit Vollkorngetreide, mit Vollkornbrot, ein paar frischen Obststücken und Sie werden merken, dass Ihre Kraft den ganzen Vormittag anhält. Ich habe das auch in meinem Beruf erlebt, als ich als Krankenschwester tätig war. 6 Stunden hat dieses Frühstück angehalten und ich war 6 Stunden leistungsfähig. Man, das ist schon in einem Beruf, der einen so fordert, körperlich wie psychisch und geistig, ist das schon ein tolles Ergebnis. Also das habe ich persönlich auch erlebt und ich war ja auch lange im Krankenhaus tätig und war sehr dankbar, dass ich dann nicht musste zu anderen Sachen greifen, um wieder zur Energie zu kommen. Hier haben wir wieder so ein Bild eines vollwertigen Frühstücks mit so einem Granola, selbstgemachtes Granola ist das, aus Haferflocken, aus Nüssen, aus Trockenfrüchten und auch Samen. Wirklich eine Power-Nahrung. Hier haben wir zwar jetzt nicht das Bild, weil diese Präsentation kommt aus Amerika und die Amerikaner haben auch ganz andere Ernährungsgewohnheiten. Bei uns ist es üblich, dass wir in der Früh eben den Kaffee trinken und eine Marmeladesemmel zu uns nehmen zum Frühstück und auch dadurch keine Ballaststoffe haben und so sich das auswirkt. Wir schauen uns jetzt diese Blutzuckerwerte an. Der Zucker aus Nahrungsmitteln, besonders wenn sie zuckerreich sind, mit wenig Ballaststoffen, schnellt den Blutzucker hinauf. Ja, wir sehen, dass er gleich hinaufgeht und eben verursacht einen raschen Anstieg und gefolgt von einem Absturz schon nach einer Stunde, sodass es hier zu diesen Unterzuckerungszuständen kommt. Also je länger ich diese Weißmehl- und Zuckernahrung, je länger ich dieser fröne, desto eher wird dieser Mechanismus dann sich entwickeln, dass diese Unterzuckerungszustände entstehen. Aber andererseits verhindert eine ballaststoffreiche Nahrung eine zu rasche
Aufnahme der Glukose. Und das ist ja das, was sehr wertvoll ist, weil auch das Gehirn dann gleichmäßig mit Glukose versorgt wird. Hier haben wir jetzt die Blutzuckerkurve eines vollwertigen Frühstücks. Hier haben wir ein Porridge, also ein Haferbrei mit Früchten. Und hier kommt es nicht zu diesem starken Abgleiten des Blutzuckers. Wir schauen uns jetzt noch andere entwertete oder minderwertigere Nahrungsmittel an, beziehungsweise die nicht mehr diese Ballaststoffe enthalten. Wir sehen hier an dieser Orange, dass sie 2,5 Gramm Ballaststoffe enthält, aber im Orangensaft nur mehr 0,5 Gramm. Beim Vollkornbrot haben wir 2,2 Gramm Ballaststoffe und beim Weißbrot nur mehr 0,6. Also hier sehen wir dann den Vergleich. Hier haben wir diesen Haferbrei mit 4,0 Gramm Ballaststoffe und die Cornflakes nur mehr mit 0,5. Also hier dieser Vergleich. Und jetzt wollen wir dieser Frage nachgehen. Nein, wir haben hier noch die Ballaststoffe. Also hier haben wir das, was wir schon vorher gehört haben, reich an Ballaststoffen. Und hier haben wir eben keine Ballaststoffe in diesen tierischen Produkten, sondern nur in diesen natürlichen pflanzlichen Produkten. Ballaststoffe helfen nämlich dabei, den erhöhten Cholesterinwert zu senken, dann mit dem Übergewicht fertig zu werden, dann beim Diabetes einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel zu bekommen und vor allem auch als Krebsvorbeugung, wie ich schon vorher erwähnt habe. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum so viele Menschen das Frühstück weglassen, was sie dazu zu sagen haben. Die Antwort war, keine Zeit. Das war die Antwort, die die meisten Menschen gegeben haben. Ja, zu viele Menschen haben die Gewohnheit, abends zu lange aufzubleiben, dann schlafen sie morgens so lange wie möglich. Dann hat man keine Zeit mehr zum Frühstücken, das ist klar. Dann eilen sie ohne Frühstück hinaus. Die Lösung wäre, versuchen sie abends früh genug schlafen zu gehen, um morgen wirklich frisch zu sein und Zeit zu haben zum Wasser trinken. Das wäre das Erste, was wir in der Früh tun sollen. Dann sollen wir eben auch noch Bewegung machen, das wäre ja auch noch wertvoll. Wer kann das, ne? Vor der Arbeit noch irgendwie eine kleine Runde zu joggen. Und dann sollen wir noch Zeit haben für ein gutes Frühstück, auch noch zum richtig Kauen und nicht das einfach so hinunterschlucken. Das funktioniert auch bei Kindern sehr gut, wenn wir sie früh genug ins Bett bringen, sodass sie rechtzeitig beim Frühstückstisch erscheinen können. Aber leider sagen viele Leute, ich bin morgens nicht hungrig, oder? Ist das so üblich? Die meisten sagen, ich bin morgens nicht hungrig. Warum ist das so? Vermutlich ist die große Abendmahlzeit schuld, ne? Da hat sich eben vieles verkehrt in der heutigen Gesellschaft, ne? Wir essen kein Frühstück, wir essen aber dafür und Vormittag dann irgendwas Schnelles, zum Mittag dann auch irgendwas Schnelles, vielleicht eine Käsesemmel oder eine Fleischkäsesemmel oder sonst irgendein Fastfood-Produkt. Und am Abend schaufeln wir dann so richtig ein, das ist gemütlich, da sitzen wir dann vorm Fernseher oder mit der Familie zusammen und da wird so richtig dann reingeschaufelt. Und wie schaut es dann in der Nacht aus? Also hier haben wir dann die schlaflose Nacht. Diejenigen, die nicht schlafen können, weil der Verdauungsapparat jetzt schwerst Arbeit leisten muss. Der muss also die ganze Nacht schwer arbeiten. Und die Giftstoffe sind alle noch nicht ausgeschieden am Morgen. Und deshalb können wir in der Früh nichts zu uns nehmen. Es ist einfach nicht möglich, hier noch was reinzubringen, der Körper streikt, also da geht nichts.
Und deshalb ist es wichtig, daran zu denken, dass unser Magen auch in der Nacht Ruhe braucht. Am Abend sollen wir wirklich die kleinste Mahlzeit einnehmen. Und dann werden wir in der Früh wirklich Appetit haben auf ein gutes Frühstück. Also der Magen braucht in der Nacht Ruhe. Wir nähern uns jetzt dem Ende. Was ist die Lösung? Wir wollen es ja nicht ohne Lösung gehen lassen. Wie gesagt, ein leichtes Abendessen und vielleicht auch noch was trinken, Wasser trinken, ist wirklich das Beste. Früher hätte man das gar nicht sagen dürfen, aber heute ist schon viel, viel mehr Aufgeschlossenheit da in dieser Richtung. Und es lässt uns ja auch wirklich viel besser dann auch in der Nacht schlafen. Und wir werden auch viel leichter auch abnehmen können. Und ich darf wirklich auch hier wieder sagen, im letzten Jahr waren einige Damen bei mir, die sich vorgenommen haben, die Ernährung umzustellen und abzunehmen. Und es sind wirklich viele Kilos geflogen. Also wirklich die eine mit 16 Kilo, eine andere mit 11 Kilo, mit 13 Kilo innerhalb von einigen Monaten. Also wirklich ganz toll. Gewichtsreduktion mit gesunder Ernährung, ohne zu hungern. Das wäre also das wichtigste Prinzip. Und hier dürfen wir jetzt kreativ werden. Wir brauchen nicht in der Früh nur unsere Weißbrotsemmel, diese weiße Semmel mit Butter und mit Marmelade und den Bohnenkaffee, sondern wir dürfen lernen, was ich alles in der Früh essen kann. Ich kann schon etwas am Vortag vorbereiten. Granola ist etwas, das ich am Wochenende machen kann, vorbereiten kann und davon ich die ganze Woche dann zehren kann. Ich kann mir Gebäcke machen aus Vollkorn oder auch kaufen und ich werde meinen Einkaufszettel erweitern mit mehr Obst und vor allem mit gesunden Zerealien. Ich möchte hier noch etwas aus der Heiligen Schrift bringen, eine Aussage aus dem Psalm 78, 24 und 25. In den 40 Jahren, wo das Volk Israel durch die Wüste wanderte, ließ Gott Manna auf sie regnen als Speise. Er gab ihnen Brot vom Himmel. Und das waren so, würde ich sagen, das war dann so, sie machten Gebäck daraus, sie haben es dann gemahlen und sie haben daraus entweder einen Brei gemacht oder ein Gebäck gebacken. Und dieses Manna wurde jeden Tag einmal gegeben und zwar immer in der Früh. Das ist schon ein Hinweis für uns aus dem ältesten Buch. Natürlich regnet es heute das Frühstück nicht vom Himmel herab. Sie müssen sich selbst bemühen, dieses Frühstück zuzubereiten und dieses Bild einer glücklichen Familie sollte Sie auch anspornen. Mit diesem Bild entlasse ich Sie heute aus diesem Vortrag über die Vollwerternährung und über ein gesundes Frühstück und wünsche Ihnen Anregungen, die Sie weiter verfolgen und für ein gesünderes Leben für ein gesundes Frühstück und dass Sie hier wirklich beginnen zu lernen und auch Kochkurse besuchen. Wir werden dann auch etwas anbieten. Und auch hier haben wir Literatur, meine Rezepte und alles, was ich so in diesen 30 Jahren gelernt habe, niedergeschrieben habe. Und so danke ich fürs Zuhören und ich